Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Map angeschaut, die Rotdrosselheim von DS Power 322 MB im Download um und bei 1700 Slots mit Gebäuden. Also ihr könnt ein bisschen was freiräumen. Gucken wir uns an. Ihr benötigt noch, ich glaube, 13 Mods, unter anderem die DDR-Hallen, die Niederbayern oder den Niederbayernhof von Bernie. Einige Produktionen, noch ein paar andere Hallen. Wir gucken uns das mal an. Künstlerisches Hintergrundbild übrigens. Geschmackssache. Ich persönlich finde es nicht verkehrt. Aber egal. Wir starten auf einem Aussichtsturm mit Komfort. Mit einem Blick auf den Haupthof. Das ist der Starthof. Wir haben reichlich Felder, 89 oder 86 Felder, 9 Wiesen, 137 kaufbare Grundstücke. Das ist eine Menge. Hier und da so ein paar verstreute Häuser. Gerade überlegt, wo ist denn? Ich glaube, hier dahinter versteckt sich die Ortschaft. Es gibt nämlich eine relativ große Ortschaft. Wir gucken mal auf die Karte. Das sieht im ersten Moment fast ein bisschen überladen aus. An einigen Stellen. Ah, hell, dunkel. Es ist ja doch am Ende erkennt man, was man erkennen muss. Wir haben ein bisschen Wald, 28 Wälder. Also, es ist alles kaufbar, inklusive der Karte, für 0 Euro. Also, ihr könnt da auch noch ein bisschen was selber machen, wenn ihr wollt. Hier unten ist der Haupthof. Wir haben hier noch einen Nebenhof und hier oben. Der zentrale Ort, zentral in dem Fall, naja, eher nicht, aber die namensgebende Ortschaft, sagen wir mal so. Wir springen mal direkt zum Hof, dann haben wir das einmal abgehakt. Falsch, so. Wir haben hier einen kleinen Gemüsegarten, wir haben hier Schafe. Wir gucken uns also mal an, wie viele Schafe da reingehen. Das sind Hühner, 250 Stück. Sind die hier drin oder sind die freilaufend? Also hier ist die Eierablage. Wo kommt man denn in diese Halle rein? Lucky Lucky. Also es gackert. Nee, also dürften freilaufend sein. Dann haben wir hier 80 Kühe, 20 sind drin. Ah ja, freilaufend. Hier sind sie ja auch. Schön, dass ihr euch eben erstmal versteckt habt. Sehr gut. Dann haben wir hier so ein bisschen was zum Produzieren tatsächlich schon. Da ist nämlich die Saatgutproduktion mit drin, Kaminholzproduktion, das ist noch ein Silo dabei, Mischfutterproduktion für die Kühe, Misthaufen. Das Gartengrundstück hatten wir gesehen. Wupp. Warte mal, wo sind denn hier Missionen, Tiere? Da sind die Kühe. Da sind die Schafe, da wollten wir noch mal hingucken. Habe ich das ausgeblendet? Kein Wunder, dass ich sowas nicht finde. Sieht groß aus. Na, 100. 100 freilaufende Schafe, also auf diesem eingezäunten Terrain. Es ist, gehen noch mal wieder in den Flugmodus. Es ist ein schön zusammengestellter Hof, ob man jetzt diese DDR-Lagerhallen mag oder nicht. Es ist passend, das ist irgendwie so ein Waldhof. Das Ganze eben nicht aufgeräumt, sondern ja, so natürlich gewachsen. Keine Ahnung, irgendwann hat man hier mal was hingestellt. Ja, das Farmhaus dazu ist auf der anderen Straßenseite. Das gehört zusammen. Hier ist nämlich doch das Farmhaus und hier hinten sind unter anderem noch ein Fermenter, die Schrotmühle und ich glaube, irgendwas war in der Halle noch drin. Nee, das war's. Also irgendwann sind hier vielleicht mal Hallen hingestellt worden und dann wurde das Ganze erweitert, wieder ein Stückchen Wald weggenommen, dann nochmal erweitert. Hier ist auch noch eine Garage dazu. Irgendwie so könnte man sich die Geschichte zumindest erspinnen. Das Ganze ist alles definitiv nicht eben. Es geht rauf und runter. Einige Ecken sind deutlich hügelig, einige sind nicht ganz so hügelig. Die Felder. Seht ihr auch,
Helferfreundlich? Ja. Nein. Halbwegs, halbwegs. Büsche, Bäume, schöne Landschaft. Ja, hier auch mal mit dem Zaun an der Straße lang. Ja, Region, weiß ich nicht, hat er nichts zugeschrieben. Also Süddeutschland auf jeden Fall. Ob das jetzt dann Bayern ist oder keine Ahnung, Baden-Württemberg. Jedenfalls geht es ins Bergische, ne? Das ist mal ganz deutlich. Auch hier so kleine Details wie hier so eine, weiß ich nicht, ist das eine Wanderhütte, eine Forsthütte, vielleicht ist hier auch mal irgendwas zusammengebrochen oder so. Ja, Bank und Co. Ja, es hat alles einen Preis. Ja, ihr seht, 1731 Slots. Klar, wenn ihr Gebäude und sowas wegreißt, kommt mit Sicherheit um 300, 400 Punkte runter. Gerade mit dem Fuhrpark und so. Aber die Frage ist, möchte man das, ne? Landschaftlich schick anzusehen, Straßenverarbeitung sauber, auch die Übergänge, dass da mal so ein Mini-Absatz drin ist oder so, das lässt sich meistens gar nicht vermeiden. Ja, hier dieser, aber das fällt euch hinterher nicht auf, wenn ihr lang kommt. Nö, 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 nö. Ne? Bisschen Plakate und sowas, also Wegweiser, und das meine ich, also an einigen Stellen durchaus größere Unterschiede in den Höhen. Ja, sieht doch sehr annehmbar aus. Ich mache mal gerade eine Sache, das könnte länger dauern. So. Genau. Hier dann der Hof. Hier unten haben wir auch noch mal eine große Kuhweide. Laufen auch schon Tiere drauf rum. Oh, ist der Kuhträger da vorne. Gehört uns das schon? Ja, die gehört uns auch schon. Nochmal für 80 Tiere. Auch inklusive Milch, Wasser, Futter. Ja, die Raufen sind dann eher ohne Funktion. Die dürften dann Deko sein, wenn ihr da vorne Futter einstreut. Was haben wir hier hinten noch? Nochmal Kühe. Das sind dann zwei Weiden, die kann man sich dann nochmal für 100, knapp 180.000 dazu kaufen. Ich gehe mal davon aus, dass es eine ähnliche Konfiguration hat. Kaufen wir jetzt mal nicht. Also das wird vermutlich auch so diese 80 Tiere haben. Dann haben wir hier ein groß angelegtes, Entschuldigung, nochmal so Bäume dazwischen. Lässt sich hier nicht vermeiden. Groß angelegtes Sägewerk. Stark dekoriert. Hier ist einmal Holzverkauf. Hier ist nochmal Holzverkauf. Also das ist einmal Bolzholzbau. Und hier das reguläre Sägewerk. Dann haben wir hier Immergrün Hain und Verbrauchsgüter. Das ist wie so ein Landhandel. Da könnt ihr ja das Grünzeug in Anführungsstrichen verkaufen. Dann fliegen wir einfach mal hier weiter. Mal weiter. Orientierung und so. Das müsste eigentlich hier weiter. Ist egal, wir fliegen jetzt doch. Das meine ich, so sind Straßen und so, man kann sie erahnen. Aber da finde ich, hat die PDA eine leichte Schwäche. Sagen wir mal so. Dann haben wir hier die BGA, das ist die Giants eigene 99 kW BGA, entsprechend umbenannt, entsprechend dekoriert mit Fahrsilo. Das ist einfach nur eine Halle. Ich dachte gerade, das wäre ein Palettenunterstand, ist es aber nicht. Eingangswaage, Tor, Flaggen. Ey, das ist hübsch. Also hübsch, stellenweise sehr hübsch. Und die Landschaft ist auch sehr, sehr. Hier ist übrigens nochmal so ein Aussichtsturm. Da waren wir vorhin nicht. Das ist hier die Ecke, wo jetzt genau da steht. Ja, wie gesagt, hier irgendwie, da müsste da stehen, glaube ich. Da
Dann haben wir hier Pizzaproduktion, Spinnerei und den Bauernmarkt, so ein bisschen in einer Reihe. Bauernmarkt hier auch mit den schönen Assets zusammengestellt. Hat was Schönes. Hier ist nochmal so ein Fußgängerweg. Fliegen jetzt ja mal kurz rum. Ja, ein altes Bootshaus hier für den See oder was. Ein bisschen wie so eine Promenade, Spielplatz und Co. Ja, ich weiß, ihr werdet dieses Zeug hier aller Wahrscheinlichkeit nach nie sehen. Es sei denn, ihr geht da mal spazieren. Weil selbst wenn ihr hier nur zum Verkaufen fahrt oder so, ihr seht das nicht. Aber hey, das Auge ist mit. Und wenn man es nur mal überfliegt. Wie gesagt, hier dann die Spinnerei und hier hinten kommt die Pizzaproduktion. Hat auch ein kleines Terrässchen dabei. Also auch gleichzeitig so eine Art Restaurant. Und hier unten haben wir den Nebenhof. Das sind Bernies bayerische oder niederbayerische Gebäude, das Farmhaus, den Hühnerstall, Kuhstall mit Silo. Hier laufen auch schon Tiere rum. Also es ist auch belebt. Auch da, wo ihr jetzt Stand jetzt noch nicht spielt, noch nicht aktuell ist, da ist auch schon Leben mit drin. Hier hinten sind nochmal. Ist das eine? Das sind auch zwei Schafweiden, oder? Oder sind das sogar drei? Oh, schöne Weiden. Das bringt einen aber wahrscheinlich in die Bredouille, dass man keine mehr setzen kann. Ne? Kann man das nicht gerade mal? Das Land, ja, wir gucken gleich mal, wenn wir nochmal am Hof sind. Ja, Felder seht ihr übrigens, hatte ich ja schon anfänglich gesagt. Ja, wenn man so ein bisschen zuarbeitet, dann sind sie gegebenenfalls auch helferfreundlich. Von Natur aus her nicht unbedingt. Steht nochmal eines der Ehrengrathäuser. Hier steht so verlassene Straßenlaterne. So, die ganze Straße ist beleuchtet. Ist da hinten denn noch irgendwas? Ah, da hinten ist noch was. Wasserversorgung und hier ist Gülle- und Gärresteverkauf. Deswegen ist hier Licht. Ja, clever. Und auch hier wieder so eine Park- oder Parkbank. Mit Mülleimern und sowas, kleine Sitzgelegenheit unterwegs. Da waren wir dann hier oben schon. Dann haben wir hier den Viehhandel. In dem Fall laufen hier mal keine Viecher rum, aber es ist auch sehr, sehr stimmig dekoriert. Ja? Zum Pause machen. Hier kriegst du auch Kälberboxen und Co. Ja. Das macht einen sehr ansehnlichen Eindruck. Das war dort. Dann hatten wir hier oben die Dieselproduktion. Ja, wir kommen gleich nochmal zu den ganzen Produktionen, weil ihr habt hier ein bisschen was. Okay, eine Verladerampe. Ja, kann man die. Für 78.000 können wir die jetzt mal kaufen und uns einmal angucken, was man dafür braucht. Vielleicht ist es interessant, vielleicht nicht. Ah ja, hier seht ihr übrigens die Sachen, die ihr am Hof schon machen könnt. In der Getreideschrotgeschichte, dann könnt ihr Mineralfutter produzieren, Biomehl, Butterkäse, Holzkäsekiste. Okay, also ihr müsst auch Holzkisten dann produzieren. Das Gartengrundstück, Kaminholz könnt ihr machen, Mischration, Fermenter und ihr könnt Diesel aus Raps plus Leerpalette plus oder Sonnenblume plus Leerpalette wird Diesel. Gut, wo wir schon mal hier sind. Aufgemerkt und aufgepasst. Jetzt sind wir gleich bei Stein. Ja, da. So, ich scroll jetzt relativ langsam durch. Aber ich werde es jetzt nicht alles vorlesen, weil das ist eine ewig lange Liste. Ihr könnt da richtig viel Kram machen. Hier, bis Pagi-Eier. Leerpalette, Sojadrink, Biomehl und so weiter und so fort. Also ihr könnt da nochmal richtig schön neue Produkte
euch herstellen und verkaufen. So, nebenan haben wir die, ich habe erst beim ersten Mal Erdverarbeitung gelesen, weil ich hier gelandet bin und habe gedacht, jo, passt, Erdverarbeitung, hier bringst du Steine. Nein, es ist die Erdbeerverarbeitung. Das ist, ja, im ersten Moment vielleicht gar nicht so passend. Das sieht irgendwie aus wie, weiß ich nicht, stelle ich mir so eine Erdbeerverarbeitung vor. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ist jetzt in dem Sinne keine Kritik oder so. Ich habe nur unter einer Erdbeerverarbeitung, also für mich ist das Erdverarbeitung, Bums, jo, passt, wie die Faust aufs Auge, Erdbeerverarbeitung. Habe ich irgendwie persönlich andere Bilder im Kopf, aber das ist ja auch, es ist halt eine Produktion, Bums, Bums aus, fertig. So, dann ziehen wir weiter zur Zuckerfabrik und zur Rübenschnitzelanlage. Das ist hier so ein Komplex. Ja. Und da sind die tatsächlich, das kann man, das könnte ich mir als Inspiration nehmen. Weil so sieht auch die Giants eigene Zuckerfabrik auf einer deutschen Karte sehr ansehnlich aus. Also, ja, top. Hier hinten haben wir dann ein bisschen, ich habe bei der Sozialbau gesagt, da kommen wir nämlich in den Ort rein. Hier hinten ist der Fahrzeughändler. Unschwer. Das ist gar nicht der Fahrzeughändler, ich erzähle euch Quatsch. Doch. Doch, ist er doch. Ich erzähle doch keinen Quatsch. Ich denke, das ist ausreichend Platz auch für die großen Geräte. Ob wir die großen Geräte brauchen, kommen wir gleich noch zu. Feldgrößen und so bin ich euch noch schuldig. Verbrauchsgüter, also da kriegt ihr Saatgut, Kalk, Dünger und Co. Auch hier die Übergänge und sowas, das ist äußerst sauber. Hier so ein bisschen Schrott an der Seite. Mann, Mann, Mann. Das ist, das ist ein schönes, naja, Kärtchen kann man nicht sagen. Das ist eine ausgewachsene Karte, ne? Dann haben wir hier Schneiderei Grün, den Wochenmarkt. Gucken wir uns gleich an. Blumenbachmann, den Kindergarten. Kiosk. Na, gucken, jetzt gucken wir uns an. Okay, hier ist der Abladepunkt für den Kiosk. Der ist da unten drin. Und jetzt muss ich mal die Orientierung wiederfinden. Da hoch war das. Dann haben wir hier nämlich den Blumenladen. Ne, Schneiderei Grün. Dann war Blumenbachmann hier drüben. Da. Dann hatten wir hier noch. Waren wir da schon? Ne, ich glaube nicht. Jetzt zerließen sie mich. Hier ist der Wochenmarkt. Auch schön gemacht. Und nicht geräuschüberflutet wie das aus dem DLC. der Kindergarten fehlte noch. Wa? Wo war denn der Kindergarten? Da. Achso. Hier an der Seite. Guckt euch das mal an. Also selbst die Mühe gemacht hier unten. Die Fenster so zu verändern, dass das aussieht wie ein Kindergarten. Das ist krass. Was mir aufgefallen ist, ist eine Sache. Das da. Bügelmanns Reifeisen. Ist offensichtlich nicht aufgefallen, weil Reifeisen, die Schriftart und sowas, oder Schriftweise, Firmenname, darf glaube ich so nicht rein. Also was mir noch gar nicht erzählt haben hier, ihr könnt an den Verkaufsstellen oder an den Triggern sehen, was da angenommen wird. Sprich hier Gras, Heu, Stroh, Silage, Mischfutter und Rübenschnitzel. Das ist doch Futter, oder? Ich glaube ja. Bin mir jetzt allerdings auch nicht ganz sicher. Dann haben wir hier neben dem Reifeisen den Fermenter.
Elektroladestation. Ach so, ist einfach ein großer Parkplatz. Das finde ich interessant. Das ist der Hofladen. Das ist natürlich ein Supermarkt, ne? Also keine Frage. Wobei Grocery und das ist noch ein Unterschied. Guck mal. Ach, nee. Ja, ich hab, oder ist das hier quasi das, der Hofladen und das andere, der Supermarkteingang ist hier irgendwo. Wie auch immer. Ist auch egal. Das ist ein Supermarkt mit zwei Anladestellen. Und hier ist dann, hier seht ihr auch, da kommt das Mehl raus und Getreide, Träger, hier, Getreide rein. Steht das da auch dran? Nee. Aber auch hier so mit den Warntafeln und sowas. Puh. Hier und hier ist die Produktion von Leerpaletten. Habt ihr gesehen, für viele Produkte braucht ihr diese Leerpaletten. Die ist hier oben. Gut versteckt, wollte ich nicht sagen, aber ja, er hat noch gesagt, hier sind noch ein paar Bauflächen, wenn man sich dann noch selber was hinstellen möchte. Ja, ausreichend Platz, würde ich sagen. Dann haben wir hier den Abfall, Michel, Bubus Entsorgung und Kalbproduktion, Getreidetrocknung und die Molkerei. Und das alles komplett über den Ort erschreckt. Also, das macht Laune. Sollen wir da rumstehen? Gabelstapler. Hier sind nochmal Verbrauchsgüter. Und Kartoffelwaschanlage ist da. Und das für eine Halle. Da sind so viele Träger dran. Oder kommen die dann einfach aus der Kartoffelwaschanlage und werden hier aufgestellt? Das ist wie so ein Lagerhaus, aber es lässt sich nicht, ist nicht auf der Karte. Also, keine Ahnung, bei Interesse vielleicht mal ausprobieren. Und dann sind wir tatsächlich einmal rum. Sehr viel zu sehen und ich glaube, es gibt noch wahnsinnig viel mehr zu entdecken. Das lässt sich jetzt eher so schlecht abdecken. Ich glaube, wenn diese Karte eine Schwachstelle hat, dann ist es die PDA. Ja. Ja, man erkennt es, aber es ist irgendwie so ein bisschen verwaschen, finde ich. So Straßenführung und so lässt sich erahnen, aber ganz deutlich ist es nicht. Feldgrößen. Wir sind bei 3, irgendwo hatte ich noch 3,2. Ja, dürfte eigentlich so in dem Bereich bleiben. Viel größer wurde es dann nicht. 3,28. Irgendwie so. Und das Kleinste ist so um 1 Hektar. Oder mal ein bisschen drunter. Und davon eben, was haben wir gesagt, 86 Felder, glaube ich. 84, 85, 86, 87, 89 vielleicht. Also so in dem Dreh. Plus die Wälder etc. Also im Gro zwischen 1 und 2 Hektar. So. Dann zwei Tests noch. Tiere. Ich gehe davon aus, dass man keine mehr setzen kann. Doch, man kann sie. Hä? Eieiei. Oh, da hinten standen drei. Hier sind es vier verbaute. Zwei Weiden. Drei, zwei. Ist das vielleicht der letzte, den man bauen kann? Nee. Hm. Ah ja, zwei kann man noch bauen. Okay. Also sind acht auf der Karte verbaut. Ich hätte darauf wetten können, dass das schon zu viele sind. Egal. Landschaftsbau bin ich euch noch schuldig. Ihr könnt malen Gras, ihr könnt Felder malen. Ihr habt auch hier. Uiuiui. Okay, ihr könnt euch auch komplett austoben. Die sehen interessant aus. Okay, nicht zu viel verwenden. Augenkrebsgefahr. Aber ihr habt richtig Auswahl. Da ist, glaube ich, auch für jeden was dabei. Bäume könnt ihr höchstwahrscheinlich... Ich könnte auch noch Bäume setzen. Am Arsch. Entschuldigung. Aber das ist... das ist krass.
Vielleicht sind es auch nur zwei oder drei. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Oh, Pflanzen. Haben wir die Erlen gerade? Und mehr. Und ja. Was haben wir denn hier so? Kennt man, das sind so alles Grasarten, glaube ich, ne? Mehr oder weniger. Sieht zumindest so aus. Ja, Rumex und sowas. Weißes Kraut. Alter, Leute. Da könnt ihr euch austoben. Das ist immer ein bisschen. Ach so, Steine sind das. Jungfraufarn. Okay, so sieht ein Jungfraufarn aus. Brennnessel. Okay. Krass. Platz da jetzt nicht alles hin. Denn das könnt ihr dann auch selber rausfinden. Also es liegt hier die M-Creek zugrunde. Dementsprechend sind die Pflanzen da, aber es gibt auch da noch viel mehr. Also Bodenbearbeitung en masse. Jo. Die Rotdrosselheim von DS Power. Wäre auch nur ansatzweise irgendwie so ein bisschen, ich sag auch andere Texturen, ne? Meist Texturen. Bin ich jetzt nicht sicher, ist auch egal. Wer auch nur ansatzweise irgendwie so ein bisschen auf Süddeutschland steht, der wird hier, glaube ich, doch die ein oder andere Stunde versenken können. Eine sehr schön gestaltete Karte, unglaublich viele neue Produkte, riesige Paletten, um sich auszutoben. Jo. Feldeinfahrten sind nicht so hübsch. Bam, da haben wir das Haar in der Suppe. Oh Gott. Oh, ihr könnt die umbauen, weil ihr könnt die ganze Karte bei kaufen. Also, ja, ich setze mich hier hin. Ich wünsche euch was, vor allem viel Spaß mit der Karte. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.